Man sieht die Blumen welken und die Blätter fallen. Aber man sieht auch Früchte reifen und neue Knospen keimen. Das Leben gehört den Lebendigen an und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein. Johann Wolfgang von Goethe. Veränderung. Ich glaube, ich habe mich so die letzten paar Jahre um 360 Grad gedreht, was meine Persönlichkeit angeht, was meine Denkweise angeht. Ich bin in der 6. Klasse aus und so sehe ich halt jetzt aus. Und ich finde es ziemlich schwer, über die Veränderungen von der Persönlichkeit zu reden, weil ich weiß, dass ich mich in den letzten Jahren relativ stark verändert habe, aber ich weiß nicht, ob es eher positiv oder negativ ist. Eyo Diamanten, ich bin Clemens und willkommen zu einem neuen Video von mir. Du hast dich verändert. Das ist bestimmt ein Satz, den einige von euch gehört haben und meistens in einem eher negativen Kontext. Aber warum ist das so? Veränderungen begleiten uns doch ständig. Wenn man beispielsweise die Natur heranzieht und sich anschaut, wie eine Kaulquappe zum Frosch wird, eine Raupe zum Schmetterling, dann wird einem ziemlich schnell bewusst, dass Veränderungen zum Leben gehören, wenn nicht sogar Veränderungen das Leben sind. Und deswegen wollte ich herausfinden, warum man den Satz, du hast dich verändert, ständig in diesem negativen Kontext hört. Und da dachte ich mir, schau dir doch mal genauer an, wie Menschen sich verändern. Ob es jetzt die Persönlichkeit ist, die Weltanschauung oder vielleicht auch das Aussehen. Und einige Leute waren so nett und haben sich geöffnet und mir gezeigt, wie sie sich in den letzten Jahren verändert haben. Ich bin wirklich um einiges selbstbewusster geworden. Ich bin um einiges mehr darauf aus, glücklich zu sein, mich auf mich zu fokussieren, dass ich meine Sachen gut mache. Ich mache mein Ding und ich bin glücklicher als je zuvor. Ich bin einfach reifer geworden. Ich schätze auch viel mehr wert, was ich habe. Dass ich gesund bin, dass ich eine Familie habe, die mich liebt und dass es mir einfach gut geht. Ich habe mich verändert. Ob positiv oder negativ, das sei dahingestellt. Denn das wird wahrscheinlich jede Person in meinem Umfeld anders auffassen. Das Besondere bei mir ist, dass meine Veränderung für sehr viele Menschen offensichtlich war. Ich meine, ich mache YouTube schon ziemlich lange und es gibt Leute, die mich noch gesehen haben, als ich noch nicht im Stimmbruch war. Leute haben gesehen, wie meine Frisuren sich verändert haben, meine Interessen und auch meine Weltanschauung. Praktisch habe ich meine komplette Pubertät vor der Kamera gelebt. Und es ist irgendwo unheimlich, aber auch irgendwo unheimlich interessant. Bis vor ein paar Jahren war ich ziemlich in mich gekehrt. Ständig wurde ich auf der Straße irgendwie als schwul bezeichnet oder als Schwuchtel, als Missgeburt. Das hatte zur Folge, dass ich mich ziemlich unsicher fühlte. YouTube war da ein großer Punkt, der mich stark gemacht hat. Ich wurde, ja, aufgemuntert. Es haben mir Leute gesagt, dass sie es cool finden, was ich mache und dass sie mich cool finden, wie ich bin. Ich habe die richtigen Freunde kennengelernt und jetzt bin ich einfach viel, viel stärker, als ich es früher war. Wenn ich was cool finde, dann ziehe ich es an oder mach das, weil ich es cool finde. Es muss niemand anderes cool finden. Hauptsache, ich bin mit mir selbst zufrieden. Ich habe mich auch in meinem Denken so verändert, dass ich viele Dinge hinterfrage. Ich mache mir Gedanken über zum Beispiel Lebensmittel. Letztlich bei Lebensmitteln ist es mittlerweile so, dass da teilweise Reste von Maschinenölen drin sind und Plastikbestandteile. Tut dem Körper halt einfach nicht gut und deswegen habe ich meine Ernährung auch ein bisschen umgestellt. Du hast dich verändert, ist ein Satz, den man wahrscheinlich noch sehr häufig hören wird in seinem Leben. Aber es ist nichts Schlimmes. Es ist eher ein Zeichen dafür, dass man gewachsen ist, reicher geworden ist an Erfahrung, dass man sich weiterentwickelt hat. Aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass nicht alle zwischenmenschlichen Beziehungen für ewig halten können. Interessen verändern sich. Manchmal leben sich Menschen auseinander. Und man muss einfach lernen, dass man sich damit abfinden muss. Also früher war ich auf jeden Fall total verrückt im Kopf. Ich hatte immer die crazysten Ideen. Und jetzt bin ich eher gechillter, ruhiger. Also die Veränderung meiner Persönlichkeit hat größtenteils mit meinen Freunden zu tun, aber die Prägung der wichtigen Sachen, die hat mit meiner Familie zu tun. Und da muss ich meinem Stiefdad wirklich einmal besonders Danke sagen, weil der hat mir das Reisen ans Herz gelegt. Der ist, als ich klein war, obwohl er es nicht musste, hat er mich zu seinen Reisen mitgenommen. Ich wollte dann hier einfach mal Danke sagen. Danke, Ruben. Ich kann gar nicht aufzählen, inwiefern ich mich verändert habe, weil ich immer noch in diesem Prozess des Veränderns drin bin. Mein Leben fängt gerade erst richtig an. Schicksalsschläge, Erfolge, Enttäuschungen prägen ein. Jeden Menschen, den man trifft, prägt ein. Wir sind eigentlich auf einer langen, langen, unendlichen Reise der Selbstverbesserung. Veränderung bedeutet einfach Fortschritt.
Also, ich bin erst 15. Ich bin noch nicht so alt. Aber trotzdem habe ich in den letzten paar Jahren eine Menge gelernt. Fangen wir damit an, dass ich dieses Video jetzt gerade filmen kann, ohne Make-up zu tragen. Außerdem habe ich gelernt, dass nicht immer jeder deine Meinung sein kann. Natürlich, man darf mit anderen diskutieren. Aber man muss auch akzeptieren, dass am Ende nicht jeder die Welt wie durch deine Augen sehen kann. Und zwar war ich eigentlich immer jemand, der gerne zu Hause war, weil zu Hause ist es sicher und zu Hause sind die Eltern, die einen im Notfall retten können. Und dann habe ich 2014 im Herbst beschlossen, jetzt reicht's und ich verreise jetzt alleine. Ich bin also so in die Bahn gestiegen und 500 Kilometer nach Köln gefahren, um da Freunde zu treffen, die ich nur von Twitter kannte. Das Klima aus der Stadt verändert einen irgendwie und ich glaube, 2015 hat mir ganz gut getan, weil ich jetzt sehr offen bin, was Reisen angeht und was neue Leute kennenlernen angeht. Man öffnet sich für neue Meinungen, neue Ansichten. Man schaut über den eigenen Horizont, den eigenen Tellerrand hinaus. Man versucht, die beste Version von einem selbst zu machen, die es gibt. Feier die Veränderung, lebe die Veränderung und sei die Veränderung. Ich war zwar immer schon Nerd und Serienjunkie, allerdings hat sich in den letzten Jahren, auch wieder durch meinen YouTube-Kanal, das Ganze extrem verstärkt. Aber damit geht natürlich die Hauptgig-Beschäftigung einher. Das Geld rauswerfen für Comics, Food, Merchandise. So lernte ich dieses Jahr sparen. Sparen, 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 sparen ist des Pudels Kern oder des Pudels Schwanz Pudel. Die Sache ist aber die, dass ich gerade eben mein Abitur abgeschlossen habe und somit jetzt komplett fertig mit der Schule bin. Und irgendwie beginnt jetzt gerade so ein komplett neues Kapitel in meinem Leben. Und ich glaube, das ist die größte Veränderung, die es in meinem Leben bisher gab. Und ich muss sagen, ich bin echt gespannt, was die Zukunft noch für Veränderungen für mich bereithält und was sich alles aus diesen Veränderungen ergibt. Vielleicht auch Möglichkeiten, Chancen. Was ich damit nur sagen will, es gibt viele Menschen, die haben Angst vor Veränderungen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass jede Veränderung, auch wenn sie erstmal sehr schlecht scheint, irgendwann noch was echt Gutes an sich hat. Das nächste Mal, wenn dir jemand sagt, dass du dich verändert hast, dann ist es vielleicht einfach nur ein Zeichen dafür, dass du gewachsen bist. Oder dass du dich vollkommen zum Negativen verändert hast und echt ein Arschloch geworden bist. Schreib mir in die Kommentare, wie du dich in den letzten Jahren verändert hast. Ob es das Aussehen ist, ob es deine Persönlichkeit ist, ob es deine Beziehung zu Freundschaften ist, alles Mögliche. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich extrem auf eure Kommentare. Vielen Dank an die ganzen Menschen, die sich für dieses Video geöffnet haben. Zu den ganzen YouTube-Kanälen und Twitter-Profilen kommt ihr unten in der Beschreibung. Könnt mir gerne auf Instagram, Twitter und Snapchat folgen. Das ist alles hier im Bildschirm eingeblendet. Auf dem i kommt jetzt ein Video von mir, das heißt, wenn dein Leben ein Film wäre. Das ist einer meiner Lieblingsvideos, deswegen freue ich mich, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Lebt die Veränderung, seid die Veränderung und ciao.